Hallo, mein Name ist Steffen von TH Plus und in diesem Video lernst du 6 Fehler, die Menschen machen, die zu viel Stress haben. Und jetzt wünsche ich dir viele Aha-Momente beim Video. Bevor wir zu den 6 Fehlern kommen, möchte ich mit dir eine ganz typische Dynamik besprechen, die viele Menschen haben, die zu viel Stress haben. Und zwar, sie tun mehr desselben. Also als Beispiel, ich muss noch schneller werden, ne, wenn sie sowieso schon schnell sind und viel zu tun haben. Ich muss einfach die Sachen noch schneller machen, ne, das sagen sie zu sich selbst. Und da habe ich dir mal ein Bild mitgebracht. Und mehr desselben ist eigentlich eine Dynamik, die eigentlich sehr gut mit diesem Bild zu beschreiben ist. Hier sind ja Hühner, die aus dem Käfig entlaufen sind. Ne? Und da fragt einer, ja, wieso stopfst du denn nicht das Loch im Zaun? Ja, keine Zeit, ich muss Hühner fangen. Und genauso verhält sich letztendlich eine Stressdynamik. Man macht eigentlich immer mehr desselben, statt etwas Wirkungsvolles anderes, also in diesem Fall das Loch zu stopfen. Na gut, lass uns zu den 6 Fehlern kommen. Fehler Nummer 1. Keine Grenzen setzen. Geht nicht, gibt's nicht. The sky is the limit. Es gibt hunderte Sprüche, die die Grenzenlosigkeit unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Dass es keine Grenzen mehr gibt, das siehst du am Tinder, wo der potenzielle Partner hin und her gewischt wird. Amazon Same-Day-Lieferung, wo man nicht mehr warten kann auf ein Produkt. Es gibt Kurztrips nach Bali. SUVs, die Autos müssen immer größer werden. Also die Grenzenlosigkeit findet ihren Ausdruck gegenwärtig überall. Jedoch ist dieser Glaube an die Grenzenlosigkeit ein sehr gefährlicher, denn auch wir glauben damit, ja, es gibt keine Limits. Jedoch stimmt das nicht. Wir haben sehr wohl Grenzen und ich glaube auch daran, dass es gut tut, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und auszuloten. Wenn du von früh bis spät produktiv bist, dann geht deine Willenskraft langsam, aber sicher immer weiter verloren. Und deine Willenskraft ist pro Tag tatsächlich auch begrenzt. Du kannst nicht unendlich viel Dinge tun und tun und tun und tun. Wir brauchen auch andere Sachen. Und gerade gestresste Menschen dürfen einsehen, dass sie wahrscheinlich mehr Ausgleich brauchen, als ihnen zunächst lieb ist. Ja, das Gefühl sagt ja, ich muss ja noch ganz viel machen. Das ist die gefühlsmäßige Realität. Und gleichzeitig ist so, im Kopf kommt schon so langsam so ein Gedanke auf, so, das funktioniert aber irgendwie nicht so richtig. Und eine Sache ist ganz wichtig dabei zu verstehen, beim Grenzen setzen, das Gefühl ist nicht das, was das Richtige ist. Das heißt, wir können auch mal etwas tun gegen unser Gefühl. Das heißt, wir sind unruhig und wollen eigentlich schon wieder was tun, aber du zwingst dich erstmal zum nächsten Stück, also hältst das unangenehme Gefühl aus und bleibst in deiner Hängematte. Wenn wir uns von unseren Gefühlen antreiben lassen und keine Grenzen kennen, dann ist das ganz ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen, der seinen Schuss braucht. Also das Gefühl, das treibt uns in die Richtung. Und was man dann eigentlich bräuchte, wäre ein innerer Treiberentzug, wie bei einem Drogensüchtigen. Eine andere Form des Nicht-Grenzensetzens ist zum Beispiel auch nicht Nein sagen können. Wenn du nämlich nicht Nein sagen kannst, dann kannst du auch nicht richtig Ja sagen. Weil wenn du immer zu allem zusagst, woher sollst du dann wissen, was deine Präferenzen sind? Das lernst du dann einfach nicht. Und wenn du nicht weißt, wo deine Präferenzen liegen, dann können andere dich auch nicht als echte Persönlichkeit wahrnehmen. Und Menschen, die da nicht Nein sagen können, die erleben das häufiger, dass Menschen Respekt vor ihnen verlieren. Die dienen dann als Ablagefläche für irgendwelche Aufgaben, so Art, als seien sie Roboter. Aber das bist du ja nicht, wenn du genau dieses Thema hast. Deswegen ist es wichtig, Nein sagen zu lernen, denn andere wollen auch deine Grenzen spüren. Wollen spüren, dass du ein Mensch bist, der Präferenzen hat, der Prioritäten hat und der auch Nein sagen kann. Fehler Nummer 2. Unangenehme Gefühle vermeiden. Es scheint den unbewussten Glauben zu geben, dass unsere unangenehmen Gefühle etwas Schlimmes wären. Denn ich habe so den Eindruck, wir versuchen zwanghaft unseren unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Wir versuchen unbedingt zu vermeiden, uns mal unwohl zu fühlen. Doch wenn du deine unangenehmen Gefühle im Leben konsequent aussparst und die zu einer No-Go-Area machen, dann schneidest du oder sparst du einen ziemlich großen Lebensbereich von dir aus. Denn mit unangenehmen Gefühlen kommst du automatisch in Kontakt, wenn du ein Risiko eingehen möchtest, wenn du notwendige Konflikte austragen möchtest oder wenn du
deine Selbstfürsorge versus Anforderungen von außen verteidigst, dann kommst du immer mit unangenehmen Gefühlen und Situationen in Kontakt. Wenn du diese jetzt aber vermeidest, kannst du nicht gut für dich selbst sorgen, kannst du kein angemessenes Risiko eingehen und kannst du auch keine notwendigen Konflikte austragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass dein schlechtes Gewissen, dass Schamgefühle oder auch Angst tatsächlich auch bloß Gefühle sind. Und Gefühle sind Bewegungen in deinem Körper. Deine Gefühle bringen lediglich deine bisher gelernten Gewohnheiten zum Ausdruck. Sie sind kein Indikator für richtig und falsch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also wenn sich etwas falsch anfühlt für dich, kann es durchaus richtig sein. Genauso wenn sich etwas richtig für dich anfühlt, kann es objektiv gesehen oder ethisch gesehen trotzdem falsch sein. Dein Gefühl kann also es kann sein, dass dein Gefühl nicht unbedingt richtig kalibriert ist. Was ich damit meine, immer Ja sagen ist nicht immer richtig. Oder immer schnell sein und schnell machen, viele Dinge erledigen, ist auch nicht immer richtig. Auch ist es nicht richtig, Dinge immer gut oder perfekt zu machen. Es kann durchaus Situationen geben, wo du auch mal Nein sagen musst. Und das ist die richtige Stelle, wenn du bei irgendwas nicht mitmachst, was nicht passt. Oder es kann auch mal sinnvoll sein, langsam zu machen. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner einen romantischen Abend verbringst. Da ist Schnelligkeit absolut kontraproduktiv. Genauso kann es auch durchaus sinnvoll sein, better done than perfect zu machen. Also eine Variation in dem hinzukriegen, was dran ist und nicht nur zwangsläufig auf deine Gefühlsvoreinstellung zu hören, die durch deine Erziehung bedingt ist. An dieser Stelle nochmal ganz klar, du darfst unangenehme Gefühle haben und trotzdem das Richtige tun. Aber das braucht natürlich auch Mut. Und Mut ist die Fähigkeit, etwas gegen deinen inneren Widerstand zu tun. Und den kannst du ja mal trainieren. Und zwar, wenn du das nächste Mal zu Fuß gehst oder mit dem Auto fährst, fahre oder gehe einmal langsamer, als du es normalerweise tun würdest. Wenn du also mit dem Auto 55 km/h fährst normalerweise, fahr doch mal 45. Auch wenn sich mal eine Schlange hinter dir bildet und spüre mal rein, wie unangenehm sich das anfühlt. Und das gleiche tust du beim Gehen. Du hast ein gewohntes Gehtempo, geh doch mal ein bisschen langsamer, als du es normalerweise tun wirst. Und sofort wird sich wahrscheinlich ein Gefühl von unangenehm einstellen und schau doch mal, ob du es aushalten kannst. Und einfach mal zu spüren, Mensch, das ist eigentlich auch bloß ein Gefühl. Und wenn du das machst, dann stell fest, ja, du kannst langsamer gehen, du kannst langsamer fahren, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Du bist die Herrin oder der Herr im Haus. Ne? Und wenn du diese Übung machst, versuch sie nicht zu durchdenken, sondern mach sie mal in der Praxis. Denn die Erfahrung ist was völlig anderes, als jetzt das im Kopf durchzuspielen. Tipp Nummer 3. Sich keine Hilfe holen. Menschen mit zu viel Stress holen sich oftmals keine Hilfe. Sie haben den Eindruck, alles allein machen zu müssen. Sie glauben, wenn sie sich Hilfe holen, sei das ein Zeichen von Schwäche. Aber das stimmt nicht. Evolutionär gesehen sind wir Menschen deshalb so erfolgreich, weil wir zusammenarbeiten, weil wir kooperieren, weil wir uns Hilfe holen. Du hast also zu viel Arbeit? Frag Kollegen nach Unterstützung oder gib Aufgaben ab. Du verstehst etwas nicht? Lass es dir erklären. Dir geht etwas zu schnell? Frag darum, dass ihr langsamer macht. Du hast Sorge, etwas nicht zu schaffen? Bitte andere um Mithilfe und Rat. Nutze die Ressourcen, die Fähigkeiten der anderen, indem du fragst. Dann bist du auch kein Schnorrer, sondern du fragst nach Unterstützung und arbeite natürlich selbst. Sorge dafür, dass du mehr als 50% der Arbeit leistest. So bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn du um Hilfe fragst. Hier auch wieder das Thema Gefühle. Auch wenn es dir unangenehm ist, um Hilfe zu bitten, mach's trotzdem. Denn es sind nur die Gewohnheiten, deine bisher aufgebauten Gewohnheiten, die sich dann unangenehm fühlen, wenn du fragst. Aber das Richtige ist es, auch um Hilfe zu fragen. Und unangenehme Gefühle gibt es gratis dazu, wenn du dich veränderst. Übrigens, es kann auch durchaus passieren, dass andere dir was vorwerfen, wenn du um Hilfe bittest. Wie, du kannst das nicht schneller? Und dann bleib bei dir und deinen Bedürfnissen und sagst dir, ja, ich kann es nicht schneller. Rechtfertige dich nicht, sondern ja, das ist so bei mir. Fehler Nummer 4. Wenn ich für mich selbst sorge, bin ich ein Egoist. Menschen, die unter zu viel Stress leiden, haben oftmals den Glauben, dass sie ein Egoist seien oder eine Egoistin, wenn sie sich um sich selbst kümmern. Aber das ist ein Irrglaube. Lass uns doch mal schauen, was ein Egoist überhaupt ist.
Denn das ist jemand, der rücksichtslos seine eigenen Interessen verfolgt, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Bist du das, wenn du mal Nein sagst? Nein, wahrscheinlich nicht. Du siehst schon das Interesse des anderen, aber du siehst auch deins. Und das heißt nicht, dass du dadurch automatisch rücksichtslos bist. Nehmen wir mal das Beispiel Krankschreibung. Manche Menschen, die müssen erst tatsächlich scheintot sein, bis sie sich krankschreiben lassen. Würdest du das anderen Kollegen genauso zumuten? Oder würde es vielleicht auch ausreichen, wenn du erhöhte Temperatur hast, wenn du Kopfschmerzen hast, um dich krankschreiben zu lassen? Wende du doch mal diesen Maßstab an, also das, was du auch anderen zumuten würdest oder zutrauen würdest, dass sie sich krankschreiben lassen. Also gesteh dir zu, was du anderen zugestehst. Hast du schon mal den Vorwurf erhalten, weil als du Nein gesagt hast, dass du ein Egoist seist? Lass uns das doch mal überprüfen. Die, die einem Egoismus vorwerfen, verfolgen oftmals selbst eigene egoistische Ziele. Also sie werfen dir vor, dass du irgendwas für sie nicht tust. Wäre jetzt die Frage, wer ist eigentlich jetzt rücksichtslos in dieser Angelegenheit? Ne? Bist du es, die Nein sagt? Oder ist es der Vorwerfende, der eigentlich nur was für sich haben will und dir deswegen das vorwirft? Ich habe für mich selber den Grundsatz für meine eigene Selbstfürsorge, ich tue nichts, was ich nicht wirklich tun will. Ich weiß, dieser Satz ist ziemlich anspruchsvoll in der Umsetzung, denn wir sind es gewohnt, uns zu verbiegen für andere. Vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, dass es dir gar nicht so gut tut, irgendwie jemandem etwas zuliebe zu tun. Und gleichzeitig besteht auch die große Gefahr, wenn du anderen etwas zuliebe tust, also sprich, was du eigentlich gar nicht willst, dass du langfristig immer mehr Ärger aufbaust. Und damit belastest du die Beziehung langfristig gesehen. Und weiß nicht, wie es dir geht, aber das möchte ich nicht. Deswegen tue ich nur Dinge für andere, die ich wirklich tun will. Und du kannst dir sicher sein, Menschen wollen von Natur aus helfen. Das liegt in unserem Gen, dass wir gerne Unterstützung leisten. Allerdings in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten und nicht über unsere Grenzen hinaus. Eine andere Sorge im Zusammenhang mit diesem Fehler ist, dass sich Menschen von dir distanzieren, wenn du mal Nein sagst. Und Menschen, die sich von dir distanzieren, wenn du dich mal abgrenzt und sagst, nein, das möchte ich nicht, manipulieren dich oder versuchen dich zu manipulieren. Ne? Nämlich, indem sie aus der Beziehung gehen, versuchen sie, dich dazu zu bewegen, ihren Gefallen ihren Wunsch halt durchzusetzen. An dieser Stelle, wenn du also mal Nein sagst und jemand geht aus der Beziehung, ist Vorsicht geboten. Es könnte dann durchaus ein Gespräch darüber stattfinden, warum dann aus der Beziehung gegangen wird und nötigenfalls könnte es sinnvoll sein, dass du auf Abstand gehst zu solchen Menschen. Passend ist es eher, wenn du mal Nein sagst, dass dann die andere Person sagt, ja okay, finde ich blöd, ich finde eine andere Lösung, ne? Oder ihr halt in eine Diskussion darüber geht, warum du jetzt Nein sagst. Aber grundsätzlich, das einfach nur wegzugehen und sagen so, das ist manipulativ. Fehler Nummer 5, den Menschen machen, die keinen Ausgleich haben. Menschen mit zu viel Stress haben oftmals keinen Ausgleich. Sie haben zu viele Aufgaben und zu wenig Zeit für ihr persönlich-seelisches Wohl. Wenn es bei dir der Fall ist, empfehle ich dir, das unbedingt zu ändern. Denn wir Menschen sind keine Maschinen, die im Takt arbeiten. Wir sind Lebewesen mit Bedürfnissen. Wir haben das Bedürfnis nach Ruhe, nach Schlaf, nach Kreativität, nach Spiel, Beisammensein, Herausforderung, Liebe, Anerkennung, Sicherheit und viel mehr. All diese Bedürfnisse sind menschlich und wollen auch erfüllt werden. Wenn du jedoch nur auf Produktivität ausgerichtet bist, dann beschneidest du einen Großteil deines Lebensgefühls und deiner Menschlichkeit. Und es kann gut sein, als Schaffle-Schaffle-Häusle-Bauer, also als fleißiger Mensch, dass du vielleicht jetzt noch gar keine Idee hast, wie sich ein Ausgleich für dich, also wie der für dich aussehen kann. Und denn du hast die Gewohnheit des Produktivseins so sehr verinnerlicht. Und Produktivsein ist bisher dein einziger Maßstab, dass du dich gut fühlst. Jedoch kannst du dich mal fragen, stimmt das? Ist das so passig, dass du nur auf dieser Welt bist, um produktiv zu sein? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Gründe, weswegen du hier bist? Experimentiere doch einmal mit Ausgleich und trau dir auch zu, Fehler zu machen. Und du könntest mal probieren, als ersten kleinen Anreiz, in der Natur spazieren zu gehen,
dich zu bewegen oder Sport zu machen, etwas selbst zu kochen, Gartenarbeit, Brettspiele spielen, also mal zu singen im Chor oder einen Trommelkurs zu besuchen oder auch einen Tanzkurs. Oder das, worauf du schon immer mal Lust hattest. Also stell dir die Frage, wofür bist du eigentlich auf dieser Welt? Besteht das Leben nur aus Schaffen, Schaffen oder gibt es noch mehr Bandbreite? Fehler Nummer 6. Nichts unternehmen gegen zu viel Stress. Menschen, die zu viel Stress haben, machen oftmals einfach so weiter wie bisher und oftmals dann noch mehr desselben. Jedoch führt das langfristig in eine Sackgasse. Was du brauchst, ist eine echte Veränderung. Aber wie macht man das? Du könntest jetzt einen der vorhergegangenen Punkte nutzen und versuchen, damit mal zu experimentieren und auch dir zugestehen, Fehler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Denn Fortschritt passiert auch mit vielen, vielen Fehlern. Und um neue Strategien zu finden, könntest du Freunde fragen, du kannst dir in deiner Umgebung Inspiration suchen, du kannst Bücher lesen, Online-Kurse ablegen, ein Coaching buchen. Wichtig ist nur, dass du loslegst. Und für das Video habe ich dir eine PDF-Zusammenfassung verlinkt, hier unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.